Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Überzeugt. Den Transport Have Fever Folge 72 oder 73. Ich bin gerade massiv am Voraufnehmen. Deswegen. Aber ich habe jetzt keine Ahnung. So, der Zug kommt rein. Ich hoffe, du wirst dann hier aber noch eine ganze Ecke da haben. Weil die warten nämlich auf Mitnahme. Das sind nochmal 96 mehr. So, da kommt er. Und hast noch 223 liegen. Okay. Treibstoff Güternetz. Das da. Der merkt jetzt, oh, der Zug ist ja wieder da. Und sollte jetzt hier gleich wieder voll anfangen zu produzieren. Kein Potenzial. Lädt sich aber hiermit. So, Produktion 0. Verkleinerung in 7 Monaten. Dazu kommt hier eigentlich mit der Anzahl noch relativ gut klar. Fährt angenehme 78 und das den Berg hoch. So, und die Ölraffinerie produziert auch nichts mehr. 682.000. So, die Ölraffinerie fängt wieder an zu produzieren und die auch. Merkt, es ist ein Potenzial von 1.300. Merkt ein Potenzial von über. Oh, aber die wollen sich beide verkleinern. So, du nimmst natürlich nach da nur 5 mit. Was natürlich eine reinste Katastrophe ist. Und du kannst hier jetzt endlich Vollgas geben. Und trotzdem wollen sie sich noch verkleinern. Ey Leute, hört auf damit. Macht keinen Scheiß. Auch theoretisch kann diese Verbindung dort raus und diese dort auch. Ihr fahrt nämlich so rum. Bis nach da. Und könnt dort wieder zurück auf euer altes Gleis. So, du machst das hier ganz gut. Und ihr habt es auch aufgegeben, die Produktion zu verkleinern. Aber ihr fahrt wieder runter.
aufgrund von Ölmangel. Und du produzierst weiter. Weiter Vollgas. So, und das Wichtige ist, schaffen die es jetzt, das dort alles hier hoch zu kacheln. Weil hier oben ist nichts anliegend. So, und ihr bekommt nämlich jetzt hier nicht genug Zeug ran. Das heißt, der nächste Punkt, okay, ihr habt es aufgegeben, die Ölraffinerie. Ihr wollt definitiv nicht mehr verkleinern. Und ihr wollt vergrößern sogar noch. So, dann brauchen wir... ein Depot. Ein Depot für hier. Züge kaufen Mikado und Güter für Stein. Mit 84 ist mir zu wenig. Wir sehen, das ist aus 3 Millionen Verlust gemacht, weil 13, also 10 Millionen machen wir auf jeden Fall. Treibstoffgüternetz 2 Millionen. Hauptnetz Treibstoff massivst in den Miesen. Lebensmittelgüternetz auch massiv. Waren Oberwesel, das ist in Ordnung, aber da müssen wir noch mal reingucken, was da los ist. Da die Waren, die Geschichten hier machen halt Verluste, weil klar, so 120 Zug Steine, Baumaterialien und ab dafür. So, Linien hier, Steine, Baumaterialien. Die 1 kommt jetzt nämlich raus. Und ihr bringt jetzt das Zeug nur noch von dort oben nach dort unten. Aber wartet hier oben auf Vollladen und auf eine unbeschränkte Wartezeit. Das heißt, ihr könnt jetzt hier Vollgas geben. Dass der Steinzug hier definitiv noch mehr liefern kann. So, was bringt der?
794.000. Steine, Baumaterialien. Nein, das ist der falsche. Steine, Baumaterialien, der hier. 40.000. Der reicht nicht. So, du lieferst da ab und fährst ins Depot. Deine Baumaterialien und wieder raus mit dir. Und ihr gebt jetzt hier Vollgas. Millionen für neue Fahrzeuge. Und ihr könntet 3.500 machen. Das Krokodil, die Donnerbüchse und der Schneider. So, und ihr bekommt jetzt auch dann noch ein Upgrade. Ihr fahrt im Moment mit der 53 Preuß Lebensmittelgüternetz, diese hier Fahrzeugersatz. Die fährt nur 50. Das Krokodil Elektrom. Hinzufügen, Güter, eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fahrzeugersatz ein. Was habe ich jetzt gemacht? Verdammter Mist. Sechs. Ja. Und das ist auch wieder verbunden hier, ne? Ja. Elektro, Elektro, Elektro. Du. Upgrade, Oberleitung, ja.
zweigleisig. Anwenden. Passt. Auf Elektro schon aus. Oh, ausgebaut. Das heißt, du kannst dich dann aktualisieren. Steine, Steine, Haupt des Baumart. Steine Baumart. Die hier ist jetzt aber nicht mehr Steine Baumart, sondern Baumart Güternetz. Du solltest eigentlich 80 fahren. Steine Baumaterialien 351.000. Wieder nichts im Lager. Dann bekommst du halt noch ein Upgrade. Ah, zu spät. Wieder Verluste gemacht. Aber gut, wir hauen natürlich auch 11 Millionen raus. Jetzt im Moment pro Jahr. Wir haben jetzt massiv an Zügen gekauft. Und du bist wieder leer gelaufen. Die brauchen hier unten bedeutend mehr. So, und ihr habt eigentlich genug zu tun. Und ab ins Depot. Und aus dem Depot wieder raus. Was die aber auch verbrauchen, das ist der Wahnsinn. Wenn die genug Steine haben, dann brauchen wir die Fahrzeuge da komischerweise auch. Treibstoffgüternetz.
du hier? Finanzen? Läuft's gut. Du hier, Lebensmittel? Läuft schlecht, nicht nur Lebensmittel. Die beiden Züge kommen nicht mehr hinterher. Sieht ganz, ganz übel aus. Woran liegt das? Zu wenig Treibstoff hier oben? Kriegt nicht genug mit, ne? Steine, Baumaterialien. Ertrag. Okay, wir müssen uns drum kümmern. Hauptnetz Treibstoff. Und hier oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich verlobe und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.